Kommen wir nun vom Viralen zum WLAN. Kostenloses Funknetz für alle, das wünschen sich viele. Beispielhaft haben wir uns angesehen, wie es aktuell in Berlin darum steht. Auf dem Dach des Rathauses von Berlin-Kreuzberg. WLAN-Enthusiasten der Freifunk-Community montieren neue Datenfunkantennen. Sie verbinden mit ihrem gemeinschaftlichen Netz, dem sogenannten Berlin Backbone, die Berliner Kieze. Heute schließen sie wieder eine kleine Lücke. Das sind so 5 Kilometer ungefähr und wir haben eine gute Sichtverbindung dahin. Das heißt, die Verbindung müsste gut funktionieren. Mehrere tausend Berliner haben mittlerweile Freifunkrouter zu Hause. Diese Geräte verbinden sich automatisch untereinander zu einem einzigen großen WLAN-Netz. Ganze Stadtteile können sich so wenige Internetanschlüsse teilen, in Berlin und anderswo. In Athen etwa existiert schon ein sehr engmaschiges Freifunknetz aus 5000 Hotspots. Und in den USA waren nach dem Hurricane Sandy solche unabhängigen WLAN-Netze für viele New Yorker die einzige Kommunikationsverbindung. Diese lizenzfreien Funknetze sind billig, robust und dezentral. Sie transportieren Daten auch ohne kommerzielle Provider. Das Netz einfach ausschalten, wie die Machthaber während der Volksaufstände in Syrien, das sei mit Freifunknetzwerken schwerer, sagt Freifunkgründer Jürgen Neumann. Hinzu käme, dass das Netzwerk der mobilen Telekoms alles andere als ein freies Netzwerk ist und überhaupt keine Plattform für Innovationen und neue Anwendungen bietet. Für den Ausbau ihres nicht kommerziellen WLAN-Netzes bekommen die Freifunker erstmals Geld von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wenn auch in überschaubarem Rahmen. 30.000 Euro sollen dem Bürgernetz auf die Beine helfen. Auch der kommerzielle Anbieter Kabel Deutschland wird gefördert. Und zwar mit gut 300.000 Euro, denn in Berlin und Potsdam installiert Kabel Deutschland gerade 100 WLAN-Hotspots. Allerdings nach einem Konzept, das sich sehr von dem der Freifunker unterscheidet. Kabel Deutschland-Kunden surfen in diesen Datenwolken völlig umsonst. Alle anderen fliegen nach 30 Minuten wieder aus dem Netz. Das Unternehmen begreift ihre Berliner Datenwolke hauptsächlich als Experiment. Dieses Pilotprojekt dient tatsächlich dazu, eventuell Geschäftsmodelle zu entwickeln und die als Vorbild zu nehmen, um beispielsweise auch in anderen Städten öffentliche WLAN-Netze anzubieten. Internetprovider, Bürgerinitiativen, Kneipen, Hotels, die Berliner U-Bahn und sogar Betreiber von Plakatwänden. Dank des Smartphone-Booms investieren viele Anbieter in öffentliche WLAN-Netze. Damit aber wirklich ein einziges berlinweites Funknetz entsteht, müssen diese WLAN-Inseln zusammenwachsen. Das wünscht sich auch die Politik. Meine Vision ist, dass wir am Ende wirklich eine gemeinsame Plattform haben, sodass man sich nicht auf 25 verschiedenen Plattformen anmelden muss, sondern dass es eine Plattform gibt, worunter jeder seine Insellösung auch umsetzen kann. Kooperieren müssen die WLAN-Betreiber noch aus einem anderen Grund. Um Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings mit Datenfunk zu versorgen, wären geschätzte 100.000 Access Points nötig. Das schafft keine Initiative und auch kein Unternehmen ganz allein. Obendrein wäre es technisch recht simpel, unterschiedliche Netze miteinander zu verbinden. Kommerzielle Internetprovider wie zum Beispiel Kabel Deutschland müssten auf ihren Access Points eine Software installieren, die dafür sorgt, dass sich diese Access Points mit den restlichen Access Points aus dem Freifunknetzwerk automatisch verbinden. Es ist also keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Ob Kabel Deutschland mit den Freifunkern will, will das Unternehmen uns allerdings nicht konkret sagen, aber zumindest auch nicht ausschließen. Generell sind wir aber durchaus an Kooperationspartnern interessiert, auch für dieses öffentliche WLAN-Netz in Berlin, sodass es da definitiv Synergieeffekte geben kann. Die Freifunker auf den Dächern Berlins haben es schon immer gewusst. Ihre Idee hat Zukunft. Wurden sie vor nicht allzu langer Zeit noch belächelt für ihre Selbermach-Attitüde, teilen inzwischen viele ihre Vision. WLAN für alle. Die Dächer sind das Wichtigste. Bärbel Bohley. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter.
Elektrische Reporter.